Diese Fernsehwerbung hat ihm wohl zu weltweiter Bekanntheit verholfen. Die Rede ist von Paul Potts, dem Gewinner der Talentshow Britain's Got Talent. Gestern durfte auch das Regensburger Publikum in den akustischen Genuss seiner Stimme kommen. Aber auch hier kennt man den ehemaligen Handyverkäufer vornehmlich. Das Fernsehen durch diese tolle Werbung, durch diese tolle Telekom, glaube ich, war es, oder? Telekom-Werbung. In der Werbung hat man ja Singer gehört und dann ist er ja schon auch in Zeitschriften gewesen. Er ist ja auch erst, denke ich mal, so durch die Fernsehwerbung entdeckt worden, durch die Telekom, ne? So kann ich mich erinnern. Früher jobbte er noch für kleines Geld im Supermarkt, nun besingt er die großen Bühnen dieser Welt. Auch in der Donauarena war es Gänsehaut pur, die sich bei seinen ersten Stücken einstellte. Mi cantare si vuole gitano con due separati. Mi cantare e torni. Außergewöhnlich gut. Man kennt ihn ja nur so vom Fernsehen bisher und man ist halt ganz überrascht, wenn man den live sieht, was der trotz alledem für ein Auftreten hat. Und ein total sympathischer Kerl. Er erzählt ja auch so ein bisschen was von seinem Leben und eine ganz runde Sache. Also wir sind total begeistert. Ich finde den einfach, das ist ein ganz sympathischer, einfach so ein ganz bodenständiger Kerl. Ich finde den super. Und tolle Stimmen. Wirklich toll. Super Stimme. Ganz begeistert. Ganz gut, also war super. Ja, mir hat es auch gut gefallen. Einen ungewöhnlichen Service gab es außerdem für die Besucher, denn hier konnte man das live mitgeschnittene Konzert gleich danach auf einem USB-Stick käuflich erwerben. Der Auftritt von Paul Potts jedenfalls hat bewiesen, dass der charmante Engländer auch hierzulande begeistert. Vielen Dank.